أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Liebe Geschwister und herzlich willkommen zum heutigen Vortrag. Und zwar machen wir weiter inshallah ta'ala mit den Beweisen der Auferstehung. Wir haben ja über die Zeichen der Stunde gesprochen, dann haben wir über den Tod gesprochen und den Ausgang der Seele und die Verweilorte der Seelen. Und heute, inshallah ta'ala, geht es nun weiter mit der Auferstehung, also die Wiederbelebung. Und an erster Stelle behandeln wir die Belege und Beweise für die Auferstehung. Die Mekkaner zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam waren zwar Polytheisten, also sie glaubten an Allah, aber haben neben ihm noch weitere Götter angebetet. Aber trotz ihres Glaubens an Allah und der Bestätigung, dass Allah der Schöpfer ist, haben sie geleugnet, dass es eine Auferstehung gibt. Also sie haben gesagt, Gott ist unser Schöpfer. Sie haben aber Schirk begangen. Ja, also sie waren keine Atheisten. Sie haben neben Allah Götzen verehrt. Aber sie haben gesagt, es gibt kein Leben nach dem Tod. Und das ist natürlich ein gewaltiger Widerspruch. Denn wenn du an einen mächtigen Schöpfer glaubst, musst du doch auch daran glauben, dass er in der Lage ist, wieder zu erschaffen. Das haben sie aber nicht geglaubt. Heutzutage haben wir es natürlich mit Atheisten zu tun, die weder an Gott glauben, noch an ein Leben nach dem Tod. Also sie glauben weder an die Existenz Gottes, die Atheisten, noch glauben sie an ein Leben nach dem Tod. Und deswegen wollen wir uns nun einmal anschauen, was denn die Beweise sind, die Allah im Koran erwähnt hat, für die Auferstehung. Der Koran, liebe Geschwister, ist voller rationaler Argumente. Der Koran, auch wenn man das vielleicht am Anfang nicht so sehr wahrnimmt, man denkt, ja, Koran ist eigentlich nur was für Gläubige. Du kannst ja nicht einem Atheisten sagen, so, lies mal den Koran. Der glaubt ja gar nicht, dass es von Gott ist. Aber dem ist nicht so. Sondern im Koran sind rationale Argumente vorhanden. Das heißt, selbst jemand, der nicht an Gott glaubt, aber einen Verstand besitzt, so spricht der Koran diesen Verstand an. Jazakallah khair. Ja? Dass eben zum Beispiel das Kausalprinzip dort erwähnt wird, ja, dass alles eine Ursache hat. Am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun, wurden sie aus nichts erschaffen. Oder sind sie selbst ihre Schöpfer? Das sind rationale Beweise. Also benutze mal dein Gehirn. Ja. Hast du dich selbst erschaffen? Geht nicht. Du warst ja gar nicht da. Also wie kannst du etwas tun, wenn du nicht da warst? Oder wurdest du ohne Grund existent? Das geht auch nicht. Das weiß ja auch jeder Mensch, dass es eben Ursachen geben muss. Also ist die Antwort, du hast dich selbst nicht erschaffen, aber es muss einen Grund geben, dass du da bist. Also ist es Allah. Also Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt rationale Beweise. Und ich hatte ja schon mal erwähnt, dass Ibrahim alayhi salam fast immer rationale Beweise benutzt. Ja? In seiner Diskussion mit An-Namrud, als er gesagt hat, Allah lässt leben, ja, nachdem er sterben lässt, oder er lässt die Toten wieder erwachen, dann sagte er, ja, An-Namrud, ich auch. Und hat zwei Leute geholt, einen hat er umgebracht, den anderen hat er leben gelassen. Und er so, bitteschön, ich auch, ich lasse auch leben und sterben. Dann sagte er ihm, okay, Allah subhanahu wa ta'ala lässt die Sonne vom Westen aufgehen, lasse du, Afwan, vom Osten aufgehen, lasse du die Sonne vom Westen aufgehen. Und da war er baff, ja, verbuhita, alladhi kafar. Und so weiter und so fort. Das heißt also, im Koran werden rationale Beweise erwähnt. Und deswegen ist die Argumentation anhand des Koran auch mit Atheisten nützlich.
Der Koran befasste sich natürlich sehr intensiv mit dieser Thematik, das Leben nach dem Tod, weil, wie gesagt, die Mekkaner nicht daran glaubten. Und zwar sagt Allah Azza wa Jal, وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا. Also, und er führt uns ein Beispiel an und vergisst seine eigene Erschaffung. Er sagt, wer macht die Knochen wieder lebendig, wenn sie zerfallen sind? Sag, wieder lebendig macht sie derjenige, der sie das erste Mal hat entstehen lassen. Und er weiß über jede Schöpfung Bescheid. Ibn Abbas radiallahu anh berichtete den Offenbarungsanlass dieser Ayah. Also warum diese Ayah offenbart wurde. Al-As ibn Wa'il, ein Polytheist, ein Mushrik, kam mit verwesten Knochen. Ihr wisst, wenn die Knochen nach mehreren Jahren unter der Erde sind, dann verwesen sie, sind sie porös. Ja? Und er kam nun mit diesen verwesten Knochen in seinen Händen und sagte, O Muhammad, alayhi salatu wassalam, wird Allah dies wiederbeleben, nachdem es zerfallen ist? Ar-Rasul alayhi salatu wassalam sagte, ja, Allah wird sie auferstehen lassen und er wird dich sterben lassen, dich danach wiederbeleben und dich in das Höllenfeuer bringen. Und daraufhin wurden die letzten Ayat eben aus Surat Yasin, die ich gerade, also eine davon habe ich gerade erwähnt, offenbart. Also, der Mushrik Al-As ibn Wa'il kam also mit diesen Überresten und hat gesagt, wie sollen das bitte schön funktionieren, dass Überreste, das ist verwest und daraus soll jetzt ein Mensch werden. Wie soll denn das funktionieren? Es ist doch nicht möglich, sowas. Und da antwortet der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, doch, du wirst sterben und du wirst wiederbelebt und du wirst in die Hölle kommen. Also das hier hat der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, bestätigt, dass er in die Hölle kommt. Und deswegen können wir auch sagen, er wird in die Hölle kommen. Die Aqidah von Ahlus Sunnah und Jama'ah ist ja, wir bestätigen für niemanden Hölle oder Paradies, außer wenn sie namentlich erwähnt werden. Pharaon, wo ist er? Sicher in der Hölle. Woher wollen wir das wissen? Wurde erwähnt im Koran. Abu Lahab ist sicher in der Hölle. Abu Talib ist sicher in der Hölle. Abu Bakr ist sicher im Paradies. So, aber Max und Moritz und irgendein Zaid oder Amr, irgendein Muslim, über den wir keine Überlieferung haben oder keine Ayah haben, dass er im Paradies ist und in der Hölle, da sagen wir, Allahu Akbar. Allgemein sagen wir, alle Muslime kommen ins Paradies, alle Nicht-Muslime kommen in die Hölle, aber ich kann nicht sagen, XY, dieser Typ gerade hier, der wird sicher in die Hölle kommen oder sicher nicht in die Hölle kommen, denn du weißt nicht, wie er sterben wird oder wie er gestorben ist, ob er bereut hat, nicht bereut hat und so weiter und so fort. Was ist jetzt das Argument bei dieser Ayah? Was ist das rationale Argument jetzt? Ja? Genau. Das ist das sogenannte Erst-Recht-Argument. Wenn A gilt, dann gilt Erst-Recht B. Das heißt, wenn Allah Azza wa Jal in der Lage ist, den Menschen zum ersten Mal zu erschaffen, dann ist er erst recht in der Lage, den Menschen ein zweites Mal zu erschaffen. Das ist allgemein bekannt. Auch im Weltlichen. Jeder Mensch, der eine Sache einmal macht, kann sie auch ein zweites Mal machen. Und wenn er es ein drittes Mal macht und ein viertes Mal macht, je öfter, umso leichter. Also das erste Mal ist schwieriger beim Menschen jetzt. Ist schwieriger als das zweite Mal. Und daraufhin sagte Allah Azza wa Jal, als dieser Mushrik damit kam, er sagte, sieht denn der Mensch nicht, dass wir ihn aus einem Samentropfen erschaffen haben und doch ist er sogleich ein deutlicher Widersacher. Aus dieser Ayah, liebe Geschwister,
können wir auch für Atheisten jetzt ein Argument ableiten, warum es ein Leben nach dem Tod geben kann. Welches Argument? Sieht denn der Mensch nicht, dass wir ihn aus einem Samentropfen erschaffen haben? Und doch ist er sogleich ein deutlicher Widersacher. Und dann geht es weiter. Und er gab uns ein Gleichnis, also diese verwesten Knochen und so weiter. Ja? Genau. Wie er wieder also zerbröseln wird, wortwörtlich, es wird sie ja nicht gleich sein, wie er wieder auferstehen wird. Sehr schön. Und zwar der Atheist, der sagt sich, guck mal, die Materie, also der Mensch, dieses Lebewesen, das verwest, dieser Verwesungsprozess geht weiter. Wie soll das rückgängig gemacht werden? Irreversibel, sagt er dann. Ja, das kann man nicht rückgängig machen. Ja, warum denn nicht? Wer sagt denn das? Bitte schön. Der Mensch ist ja aus Erde und Wasser erschaffen, also Kohlenstoff und H2O. Also das Chemische weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ja? Genau. Genau. Und wir können in der Natur immer wieder beobachten, wie wenn etwas dürr und quasi tot ist, dass es vom Himmel Wasser herabregnet und dass die Erde zum Beispiel wieder lebendig gemacht wird. Genau, sehr schön. Wir können immer wieder sehen, dass aus offensichtlich totem Leben entsteht. Das sehen wir sehr oft. Ja, wie ein Boden, jahrelang Dürre. Schaut euch die Wüsten an in der arabischen Halbinsel. Jahrelang Dürre. Und nach diesen Jahren und Jahrzehnten, es regnet, es wird grün. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala ist in der Lage, nach vielen Jahren etwas wieder wachsen zu lassen. Das sehen wir doch immer. Wir sehen auch, also auch in der Physik bzw. in der Chemie, gibt es ja diese Forschungen, dass eben es kein Nichts gibt. Ja, dieses physische Nichts ist ja, man unterscheidet zwischen dem philosophischen Nichts und dem physischen Nichts. Das philosophische Nichts, da ist wirklich nichts. Aber das physische Nichts, da ist irgendwas. Ja. Auch wenn es jetzt nicht eine Masse ist, ja, ein Körper ist, aber irgendetwas ist da, sodass sich etwas entwickeln kann. Ja. Aus Totem können sich Sachen entwickeln. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala ist imstande, aus Leblosem, sagen wir es mal so, ja, aus Leblosem etwas entstehen zu lassen. Ein Beispiel ist der Mensch selbst. Du warst nicht da. Und die Samenzellen und Eizellen waren auch nicht da. Die haben sich entwickelt. Und dann kam es eben zu dieser Befruchtung und dann entstand der Mensch durch Zellteilung und so weiter und so fort. Das heißt, wir sehen in der Welt sehr oft, dass das Leblose zu Leben, also vom Leblosen zum Leben kommt. Allah Azza wa Jalla sagt auch über diesen Aspekt, und er ist es, der die Schöpfung am Anfang macht und sie hierauf wiederholt, das ist für ihn noch leichter. Hier darfst du natürlich nicht den Umkehrschluss jetzt benutzen, also war das Erste für ihn schwerer. Es gibt nichts Schweres für Allah subhanahu wa ta'ala. Aber damit du Mensch verstehst, was bei dir Mensch am Anfang schwierig ist und dann leichter wird, dann muss es ja bei Allah subhanahu wa ta'ala umso eher zutreffen, dass er es kann. Also das ist für ihn noch leichter. Er hat die höchste Eigenschaft in den Himmeln und auf der Erde und er ist der Allmächtige und Allweise. Ebenso sagte Allah Azza wa Jalla,
und sie sagen, sollen wir etwa, wenn wir bereits Knochen und Überreste geworden sind, denn wirklich als neue Schöpfung auferweckt werden? Sag, seid Steine oder Eisen oder etwas Erschaffenes von der Art, die in eurer Vorstellung noch schwerwiegender wäre, dann werden sie sagen, wer wird uns ins Leben zurückbringen? Sag, derjenige, der euch das erste Mal erschaffen hat. Also du kannst eine Materie sein, die du willst. Such dir aus, was du, willst du Metall sein, willst du Eisen sein, willst du Stein sein, willst du Marmor sein. Such dir aus, was du willst. Allah kann daraus Leben hervortreten lassen. Und wie oft siehst du so einen Stein und zack, ragt eine Pflanze raus. Dass man sagt, da ist es ja nicht möglich, ja, dass, wo soll diese Pflanze Wurzeln schlagen und so weiter. Und zack, ist da ein Leben. Das bedeutet also, Allah subhanahu wa ta'ala ist in der Lage, das Leben zu erneuern. Und das passiert ja bei uns jeden Tag. Ja, wir Muslime wissen ja, dass mit dem Schlaf die Seele aus dem Körper austritt. Und dann kommt die Seele wieder in den Körper. Also kann Allah Azza wa Jal diesen Körper wieder zum Leben erwecken. Natürlich die Atheisten sagen, ja, Sekunde mal, der Körper ist ja schon lange weg. Der ist ja verwest. Da ist ja nichts mehr. Da kommen wir noch hinzu. Da kommen wir noch zu diesem Punkt, inshallah ta'ala. Ebenso sagt Allah Azza wa Jal, diejenigen, die ungläubig sind, behaupten, dass sie nicht auferweckt werden. Sag, aber ja doch, bei meinem Herrn, ihr werdet ganz gewiss auferweckt werden. Hierauf wird euch ganz gewiss das kundgetan, was ihr getan habt. Und dies ist Allah ein Leichtes. Also ihr seht, wie viele Ayat im Koran erwähnt werden, um diesen Aspekt zu behandeln. Noch einmal, weil die Mekkaner nicht daran geglaubt haben. Und davon profitieren wir heute, da wir in einer Zeit leben, in der es sehr viele Atheisten gibt. Ein weiterer Beleg für die Wiederbelebung, wie ich vorhin gesagt habe, ist, oder wie der Bruder auch vorhin gesagt hat, die Wiederbelebung der Erde. So sagt Allah Azza wa Jal, o ihr Menschen, wenn ihr über die Auferweckung im Zweifel seid, so haben wir euch aus Erde erschaffen, hierauf aus einem Samentropfen, hierauf aus einem Anhängsel, hierauf aus einem kleinen Klumpen, gestaltet und ungestaltet, um es euch klar zu machen. Und wir lassen, was wir wollen, im Mutterleib auf eine festgesetzte Frist untergebracht. Danach lassen wir euch als kleine Kinder hervorkommen, hierauf lassen wir euch heranwachsen, damit ihr eure Vollreife erlangt. Und mancher von euch wird frühzeitig abberufen und manch einer von euch wird in das niedrigste Greisenalter gebracht, sodass er nach dem vorherigen Wissen nichts mehr weiß. Und du, also das war jetzt was? Die Entwicklung des Menschen. Und jetzt geht's weiter. Und du siehst die Erde regungslos. Doch wenn wir Wasser auf sie herabkommen lassen, regt sie sich, schwillt und lässt von jeder entzückenden Pflanzenart wachsen. Dies, weil Allah die Wahrheit ist und weil er die Toten wieder lebendig macht und weil er zu allem die Macht hat und weil die Stunde kommt, an der es keinen Zweifel gibt und weil Allah diejenigen auferwecken wird, die in den Gräbern sind. Also hier hat Allah Azza wa Jal sehr detailliert erklärt, was dieser Wiederbelebungsprozess ist. Etwas, was vorhanden ist, wird wieder zum Leben erweckt. Und so ist es mit dem Menschen. Er wird aufgelöst, ja, der Verwesungsprozess läuft, aber es bleibt etwas, wie wir inshallah noch sehen werden, und daraus entsteht wieder der Mensch. Allah sagt ebenfalls, sehen Sie denn nicht, dass Allah, der die Himmel und die Erde erschaffen hat, und bei ihrer Erschaffung nicht ermüdet ist, auch die Macht hat, die Toten wieder lebendig zu machen? Ja doch, gewiss, er hat zu allem die Macht. Also sehr viele Ayat, die dieses Thema behandeln, eben dass Allah Azza wa Jal zu allem die Macht hat.
Ein Beispiel haben wir, ein lebendiges Beispiel. Und zwar, ja. Genau. Isa a.s., genau, das war, gehörte zu den Wundern, dass er die Toten auferweckt. Und was hat Allah noch erwähnt? Ja? Uzair, genau. Und zwar sagt Allah azza wa jal, oder kennst du nicht einen ähnlichen, denjenigen, der an einer Stadt vorbeikam, die verwüst oder die wüst in Trümmern lag? Also Al-Quds, ja, damals als Nebukadnezar angegriffen hat. Er sagte, wie sollte Allah diese Stadt wieder lebendig machen, nachdem sie ausgestorben ist? Da ließ Allah ihn für 100 Jahre tot sein. Hierauf erweckte er ihn und sagte, wie lange warst du tot oder wie lange hast du verweilt? Er sagte, ich verweilte einen Tag oder den Teil eines Tages. Er sagte, nein, vielmehr verweiltest du 100 Jahre. Nun schau deine Speise und dein Getränk an, sie sind nicht verfault. Also Allah kann beides. Allah Azza wa Jal kann etwas beibelassen, 100 Jahre, und es wird nicht verfaulen, nicht verändern, und Allah kann auch sterben lassen. Nun schau deine Speise und dein Getränk an, sie sind nicht verfault. Und schau deinen Esel an, und damit wir dich zu einem Zeichen machen für die Menschen. Und schau die Knochen an, wie wir sie zusammensetzen und sie hierauf mit Fleisch bekleiden. Also einige Tafsir-Gelehrten haben gesagt, er sah, wie seine Knochen zu Fleisch werden und so weiter, ja, dass sein Körper ebenso wurde. Und schau die Knochen an, wie wir sie zusammensetzen und sie hierauf mit Fleisch bekleiden. Nachdem es ihm klar geworden war, sagte er, ich weiß jetzt, dass Allah zu allem die Macht hat. Natürlich hat er nicht gezweifelt, also wenn wir davon ausgehen, dass er ein Prophet ist, ja, genauso wie bei Ibrahim a.s., als er gesagt hat, oh Allah, lass mich sehen, wie du die Toten erweckst. Es ging nicht um Zweifel, sondern was hatten wir gesagt? Ja? Genau, dass in der Leiter der Gewissheit er aufsteigen wollte. Von Ilmul Yaqin zu was? Zu Ainul Yaqin. Von der Gewissheit aufgrund von Wissen zur Gewissheit aufgrund von Beobachtung. Und danach eben erwähnte, also nach dieser Ayah, erwähnte Allah Azza wa Jal die Geschichte von Ibrahim a.s., als er eben gefragt hat, mein Herr, zeige mir, wie du die Toten lebendig machst. Er sagte, glaubst du immer noch nicht? Ja, und das hatte ich glaube ich schon mal erwähnt, diese Übersetzung ist überhaupt nicht gut. Glaubst du immer noch nicht? Also das suggeriert ja, dass er nicht geglaubt hat, oder nicht? Awalam tu'min. Hast du denn nicht geglaubt, bitte? Allah yirham waldeek wa yiftah aleik barakallahu fik. Bist du denn nicht bereits ein Gläubiger? Das ist eine ganz andere Sache, oder nicht? Ja, glaubst du immer noch nicht? Was soll das heißen? Sondern, nochmal, bist du denn nicht bereits ein Gläubiger? Awalam tu'min. Ja. Er sagte doch. Aber ich frage, damit mein Herz Ruhe findet. Wie Ruhe? Also, wie gesagt, in der Leiter der Gewissheit aufsteigen. Es ist ein Unterschied, ob du was gehört hast oder ob du was gesehen hast. Allah sagte, so nimm vier von den Vögeln und zieh sie dann her zu dir. Hierauf setze auf jeden Berg einen Teil von ihnen. Hierauf rufe sie, so werden sie zu dir herbeigeeilt kommen. Und wisse, dass Allah allmächtig und allweise ist. Also hat er das getan. Also er hat vier Vögel genommen. Die Tafsir-Gelehrten sind sich da nicht einig, was es war. Einige sagen, das war ein Pfau und ein Huhn. Ich glaube noch ein Rabe. Und vierte Allahu a'lam, was es war. Auf jeden Fall. Und dann hat er diese Vögel in Stücke geschnitten. Ja, also er hat sie geschächtet, dann in Stücke geschnitten, gemischt. Und immer ein Teil dieser Mischung auf einen Berg gelegt. Und dann hat er gerufen und dann kamen die Stücke zusammen und die Tiere lebten wieder. Ja. Und ich sagte ja bereits,
an anderer Stelle. Eine Deutung lautet, dass Ibrahim a.s. diese Frage gestellt hat, weil er ja vorher die Diskussion mit Namrud hatte, der gesagt hat, ich kann auch lebendig machen und sterben lassen. Denn es heißt in den israelitischen Überlieferungen, dass Namrud Ibrahim a.s. gefragt hat, hast du es denn mit deinen eigenen Augen gesehen, dass dein Gott lebendig macht? Er hatte es noch nicht gesehen. Also fragte eben deswegen Ibrahim, ja Rabbi, kannst du mir das bitte zeigen? Damit er beim nächsten Mal, wenn er diskutiert, sagt, ja, ich habe es gesehen mit meinen eigenen Augen. Aber die anderen Gelehrten, nein, das ist nicht so, sondern er hat einfach nur gefragt, damit er umso mehr Gewissheit hat. Und deswegen wissen wir, Ahlus Sunnah und Jama'ah, dass der Glaube steigen kann. Mit mehr Wissen steigt der Glaube. Ja, im Gegensatz zu den Kalam-Schulen, die sagen, nein, es gibt nur ein Niveau des Glaubens. Der Glaube von mir und von Abu Bakr ist identisch. Ja. Ahlus Sunnah und Jama'ah sagen natürlich nicht, ja, sondern Abu Bakrs Glaube und Iman ist viel gewaltiger als unser einer. Möge Allah unseren Glauben wachsen lassen. Ein weiteres Ereignis geschah den Kindern Israels, als sie sich Musa a.s. widersetzt haben. Und zwar sagt Allah azza wa jall, und als ihr sagtet, O Musa, wir werden dir nicht eher glauben, bis wir Allah unverhüllt sehen. Also, dass wir Allah direkt sehen, sodass kein Hindernis zwischen uns und Allah ist. Da überkam euch der Donnerschlag, während ihr zuschautet. Hierauf erweckten wir euch nach eurem Tod, auf das ihr dankbar wärt. Also sie sind gestorben und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala sie wieder zum Leben erweckt. Diese Belege sind natürlich jetzt Belege für jene, die an Allah glauben. Der Atheist, der glaubt ja nicht an diese Geschichten, sagt er. Ja, das sind ja Erzählungen, an die glaubt er nicht. Aber für den Atheisten gibt es trotzdem was im Koran, wie wir vorhin gesagt haben, eben diese Naturphänomene, bei denen sichtbar wird, dass aus dem Leblosen wieder was Lebendiges entsteht. Ebenso hat Allah Azza wa Jal vor den Augen der Kinder Israels den Mann wiederbelebt, der getötet wurde. Das ist ja die Geschichte der Kuh, Al-Baqarah. Ja? Und zwar sagt Allah Azza wa Jal, da sagten wir, schlagt ihn mit einem Stück von ihr, also von dieser Kuh, so macht Allah die Toten wieder lebendig. Also genauso wie dieser Mensch wieder lebendig wurde, so wird auch jeder Mensch wieder lebendig werden. Und er zeigt euch seine Zeichen, auf das ihr begreifen möget. Die Geschichte war was? Einer von den Kindern Israels, also den damaligen Juden, zur Zeit von Musa a.s., hat einen anderen getötet. Das heißt, es war ein Verwandter und er wollte ihn erben. Auf jeden Fall. Und dann hieß es, wer ist denn jetzt bitte schön der Mörder? Also gingen die Israeliten zu Musa a.s. und haben gesagt, wir würden gern wissen, wer der Mörder ist. Da sagte Allah azza wa jall, okay, sie sollen eine Kuh schächten. Und gesagt, was hat denn jetzt die Kuh mit dem Mörder zu tun? Wir wollten doch wissen, wer der Mörder ist. Machst du dich lustig über uns? Da sagte Musa a.s., möge Allah bewahren, ich mache mich nicht lustig über euch. Dann sagten sie, weil sie ja nicht mit dieser Antwort zufrieden waren, dann fragten sie, wie soll diese Kuh sein? Und dann eben haben sie sich das Leben schwer gemacht. Anstatt irgendeine Kuh zu schächten, musste es eben diese gelbe Kuh, die eben besonders behandelt wurde und so weiter, musste es eben diese Kuh sein. Auf jeden Fall, dann haben sie diese Kuh geschlachtet, dann hat Allah azza wa jalla gesagt, nimmt ein Stück von dieser Kuh und schlagt auf diesen Toten. Und dann kam er zum Leben und er sagte, der war's, und dann war er wieder tot. Dann wussten sie, wer der Mörder war. Die Leugnung, beziehungsweise vorher, und ein weiteres Beispiel sind die Leute aus der Höhle, die Siebenschläfer. Die hat uns Allah Azza wa Jal auch erwähnt. Die haben ja wie lange gelebt? Also wie lange waren sie in der Höhle? Ja? 300 Jahre und 9 dazu, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Das hatten wir, ich weiß nicht, vor 2 Jahren jetzt oder 3 Jahren, gesagt, dass das eben Sonnen- und Mondkalender, ja? Also nach
Sonnenkalender sind es 300 Jahre, nach Mondkalender sind es 309 oder andersrum war das? War es so, ja? Genau. Also, denn der Mondkalender hat ja 11 Tage weniger. Pro Jahr meine ich. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnte, dass die Leugnung der Auferstehung etwas Gewaltiges ist. Und daher sagt Allah azza wa jal im heiligen Hadith, der Sohn Adams verleugnet mich, obwohl ihm dies nicht zusteht. Also er hat überhaupt kein Recht dazu. Und er verspottet mich, obwohl ihm dies nicht zusteht. Er verleugnet mich, indem er sagt, er wird mich nicht wiederkehren lassen, also nicht wiederbeleben, so wie er mich zu Beginn erschaffen hat. Also er wird das nicht tun, sagt dieser Mensch. Und er verspottet mich, indem er sagt, Allah hat sich Kinder genommen. Doch ich bin der Einzige, der Angestrebte. Ich habe nicht gezeugt und wurde nicht gezeugt und niemand ist mir gleich. Kommen wir nun zu einem Hadith, der jetzt wieder wichtig ist für die Diskussion mit Atheisten. Also die Atheisten sagen sich, die Materialisten, ja, also diejenigen, die nicht an etwas anderes außer dem Beobachtbaren oder mit den Sinnen erfassbaren glauben. Ja, die reden dann von der Metaphysik, ja, also Al-Ghaib, ja, was wir Al-Ghaib nennen. Also die verborgene Welt, die du weder riechen, schmecken noch messen kannst und so weiter und so fort, mit den Mitteln, die wir als Menschen haben. Ja? An die glauben sie natürlich nicht. Und das ist die überwältigende Mehrheit der Wissenschaftler heutzutage. Die sagen sich, guck mal, was man nicht mit den Geräten messen kann, das gibt es auch nicht. Ja? Die glauben nur an das, was sie sehen, hören oder eben mit Geräten erfassen können. Wir Muslime sagen, nein, es gibt noch andere Möglichkeiten an Wissen zu kommen. Ja, und das ist natürlich eine Riesendiskussion in der Wissenschaftstheorie. Ja, also wer sich damit befasst, dass die Wissenschaftstheorie im Islam eine andere ist. Also was sind denn die Quellen, um Wissen zu erlangen? Bei Atheisten ist es nur das Materielle, ja, die Natur, ja, das war's. Wir Muslime, wir sagen, nein, nein. Es gibt noch andere Quellen des Wissens, zum einen die Offenbarung, an die glaubt ja kein Atheist. So, aber trotzdem finden wir im Koran, dass Allah Azza wa Jal auf die Natur hinweist, um an ihn zu glauben. Sehr oft, also Allah Azza wa Jal sagt doch, schaut euch die Kamele an, schaut euch die Himmel an, schaut euch die Erde an, schaut euch die Bienen an, die Ameisen an. Allah Azza wa Jal erwähnt immer Lebewesen oder eben Phänomene, Naturphänomene, da, weil du daraus ableiten kannst, dass Allah existiert. Zum einen aus der Existenz dieser Lebewesen, dass sie überhaupt existieren, das ist ein Beleg, wie gesagt, aufgrund des Kausalitätsprinzips. Es muss ja irgendjemand diese Lebewesen erschaffen haben. Also verursacht haben. Die Atheisten sagen, nein, das ist ja immer und hat sich immer wiederholt, also das eine ist die Ursache vom anderen, das andere ist die Ursache vom anderen und so weiter und so fort. Aber diese Ursachenkette muss ja einen Anfang haben. Auch wenn sie sagen, die Materie kommt von dieser Materie und die Materie kommt, dessen Ursprung ist diese Materie. Ist egal, macht so lange weiter, wenn ihr dann aufhört, sagt mal Bescheid. Sondern die sagen, so, hallo, wir sind fertig, sehr schön. Wer hat diese Materie jetzt erschaffen? Es muss einen Anfang haben. Und ihr kennt ja das Beispiel von dem Soldaten und dem Befehl, dass er einen Schuss geben soll. Also da gibt es viele Beispiele. Also Soldaten, gibt es Haltestelle, gibt es... Mal die Jungs haben mir auch mal erzählt, wie war das? Nee, ein Mechaniker. Du wartest auf deinen Nachbarn, dass er dir den Mechaniker sagt und der wartet auf seinen Nachbarn, der wartet auf seinen Nachbarn. Auf jeden Fall, Ursprung dieser Analogie, ja, dieses Gleichnisses ist, wir haben einen Soldat. Und dieser Soldat soll jetzt den Befehl bekommen zu schießen. Oder wer es nicht so brutal will, wir haben einen Fußballspieler.
Und der bekommt jetzt einen Befehl, auch zu schießen. Aber nun Ball. So. Und er bekommt aber den Befehl erst, wenn der Chef, der Trainer vom Trainer, ihm den Befehl gibt. Oder von mir aus bleiben wir beim Soldaten, wenn der Kommandeur des Kommandeurs ihm den Befehl gibt. Der wird aber den Befehl erst geben, wenn dessen Kommandeur den Befehl gibt. Der wird wiederum den Befehl geben, erst wenn dessen Kommandeur den Befehl gibt. So, wenn wir das jetzt ins Unendliche bringen, wann wird der Soldat schießen oder der Fußballer den Ball schießen? Nie. Es gibt ja nie den ersten Befehl. Ist das klar? Und deswegen ist das eine Regel, eine logische Regel, rationale Regel. Eine Ursachenkette muss einen Beginn haben. Geht nicht anders. Und das ist eben der Aspekt, den auch Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt in der Ayah, die ich vorhin erwähnt habe. Am khuliqu min ghayri shay'in, am humul khaliqun. Also wurden sie denn aus nichts erschaffen? Nein. Die Antwort lautet nein, sie wurden aus etwas erschaffen. Also es gibt eine Ursache. Der Atheist sagt sich jetzt, ja, wir müssen einfach nur lange genug warten, bis die Forschung die erste Ursache herausfindet. Herrlich. Also gibt es eine erste Ursache. Es muss ja eine erste Ursache geben. Ja, und das war's. Das ist Allah. Das wissen wir ja jetzt schon. Und die Urknalltheorie belegt das ja auch. Also wir Muslime haben ja kein Problem mit der Urknalltheorie. Auch wenn wir nicht sagen, die steht im Koran. Es gibt ein paar, die wollen das abgeleitet haben vom Koran, ein paar Ayat. Aber noch einmal, diese Naturphänomene oder Naturgesetze muss man immer mit Vorsicht genießen, was die Ableitung aus dem Koran ist. Was ist, wenn die Urknalltheorie als falsch gedeutet wird? Es wird herausgefunden, es ist doch nicht so. Ist dann die Ayah falsch? Nein. Also deswegen müssen wir das schön abkapseln, ja, vom Koran. Es mag sein, dass es die Ayah das meint, muss aber nicht. Ja, sondern wir verstehen den Koran, so wie die Sahaba es verstanden haben. Also, worum ging es jetzt die ganze Zeit? Im Koran stehen auch Belege für Atheisten. Dazu gehört, also im Koran und der Sunna, dazu gehört auch, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Erde wird alles vom Sohn Adams verzehren, außer dem Steißbein. Aus ihm wurde er erschaffen und damit wird er wieder zusammengefügt. Steißbein. Das wird nicht verloren gehen. Also die Knochen, das Skelett, wird verwesen, ja, aber bis wohin? Bis zum Steißbein. Steißbein wird bleiben, das wird nicht verwesen, sodass es nicht mehr da ist. Und aus ihm wurde er erschaffen, das erste Mal, wir wurden aus dem Steißbein erschaffen, und aus ihm werden wir nochmal erschaffen. Jetzt kann natürlich so ein Hochintelligenter kommen, aber Sekunde mal, habt ihr kein Bio gelernt? Gab es ein Steißbein und das hat sich aufgeteilt im Mutterleib? War doch eine Zelle. Es muss so jetzt nicht heißen, dass das Steißbein selbst Anfang deines Werdeganges war, sondern eben, wir kennen Moleküle, DNA, wir kennen chemische, physikalische Aspekte heutzutage. Das heißt, das, was im Steißbein ist, ob es die Erbinformation ist, ob es irgendwelche Substanzen sind, ja, irgendwelche Stoffe, irgendwelche, wie nennt man das jetzt, Zellen. Das ist egal. Das kannst du gerne als Biologe herausfinden. Forsch mal bitte. Und es wurde auch einiges geforscht über diese Sache. Das ist irrelevant. Also wir Muslime, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas sagt, zum Beispiel, wie heißt es, wann wird's ein Junge, wann wird es ein Mädchen, da sagte ja der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn das eine Wasser überwiegt, ist es eben ein Junge, wenn das andere Wasser überwiegt, ist es ein Mädchen. Ja, bitte? War es nicht, weil man ähnlich,
Genau. Es ähnelt eben dem Vater oder dem Jungen. Ja? Genau. Und was soll das heißen dann, dieses Wasser überwiegt? Schon mal Genetik gemacht? Gelernt? Was? Sie ist vor dem Mann gekommen. Nee. Die Chromosome natürlich. Die Chromosome. Was ist mit diesem Wasser gemeint? Ja, also das, was im Wasser, ob das jetzt das Wasser vom Mann, also Sperma eben, oder eben von der Frau, eben Eizelle, ja, was eben überwiegt, je nachdem, ist es ein Junge oder ein Mädchen. Ja? Das heißt also, wir kennen die Chromosomen. Also wir dürfen jetzt nicht die Ahadith des Propheten sallallahu alaihi wa sallam so nehmen, Wasser. Also da muss irgendwie was, sucht mal bitte nach Wasser. Nein, sondern es kann eben das bedeuten. Es waren ja keine biologischen Fachbegriffe, ja, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hier benutzt hat, sondern eben Begriffe, die wir heute detaillierter verstehen können als die Sahaba. Also wenn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam von Steißbein spricht, dann ist es natürlich das Steißbein, aber es muss nicht heißen, dass bei dir zuerst nicht die Zelle war, sondern das Steißbein. Ja? Sondern das bedeutet, im Steißbein sind eben die wichtigen Bestandteile, sodass du zum ersten Mal auf die Welt gekommen bist. Und eben diese Bestandteile sind da drin, sodass du zum zweiten Mal auf die Welt kommen kannst, eben die nächste Welt, Yawm al-Qiyamah. Und das ist etwas Materialistisches, oder nicht? Es hat jetzt nichts mit verborgen zu tun, das Steißbein ist da. Dass jetzt der Atheist es nicht glaubt, er sagt, nö, ja, wir haben ja noch nicht Qiyamah. Ja, oder hat jemand Qiyamah schon erlebt? Möge Allah uns ein gutes Ende geben. Das heißt, der Atheist kann nicht sagen, das ist unmöglich. Er kann höchstens sagen, ich weiß nicht. Weil du kannst ja nicht etwas als unmöglich erklären, worüber du kein Wissen hast. Wie kannst du denn sagen, nee, das mit dem Steißbein stimmt nicht. Hast du es probiert, Yawm al-Qiyamah? Hast du es gesehen, Yawm al-Qiyamah? Yawm al-Qiyamah ist in der Zukunft. Wie kannst du über etwas sprechen, was in der Zukunft liegt, dass du es leugnest? Höchstens als Atheist, wir Gläubige, wir wissen das, aber höchstens als Atheist kann er sein, mal schauen, wenn es soweit ist. Ja, dann ist aber zu spät, wenn er nicht geglaubt hat. Ja. Also die Tatsache, dass Atheisten sagen, es kam noch keiner aus dem Jenseits, keiner ist aus dem Grab aufgestanden, hat uns erzählt, wie es da ist, das sind alles billige Ausreden. Denn die Tatsache, dass ich etwas nicht weiß, bedeutet nicht, dass sie nicht existiert. Eine Sache, worüber ich nicht weiß, heißt nicht, dass sie nicht existiert. Im Arabischen sagt man, Adamul ilmi bishay, leysa ilman bil adam. Das ist so ein Wortspiel. Adamul ilmi bishay, mangelndes Wissen über eine Sache, ist kein Wissen über die Nicht-Existenz dieser Sache. Leysa ilman bil adam. Also, das ist nicht ein Wissen, es existiert nicht, sondern du weißt es nicht. Wie zum Beispiel diese Elektronen, Protonen, die Atome zum Beispiel. Wenn du jetzt sagst, kann man Atome teilen? Das war eine Riesendiskussion, auch in den Islamwissenschaften. Ja? Also ich meine damit die früheren Philosophen und Theologen und so. Und auch die antike Philosophie, die Atomlehre, ja, gibt es ja bei Aristoteles und Co. Und da ging man davon aus, Atome kann man nicht teilen. Herrlich. Was ist dann eine Atombombe? Also heutzutage wissen wir, ein Atom besteht aus Protonen, Neutronen, Elektronen, ja. Und jetzt wissen wir, dass es noch kleinere Sachen gibt, diese Quarks, ja, ich Quark vom Rewe, ja. Und kannst du jetzt sagen, das ist unmöglich teilbar? Wissen wir, also nach Wissenschaft sind das bis jetzt
Ich bin nicht auf dem letzten Stand, ja, aber das sind so die kleinsten Sachen, die, ja, ob das auch noch mal teilbar ist, kannst du sagen, sicher nicht? Nein, du kannst sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Woher wollen wir wissen, dass es Qiyama gibt? Ja, wir wissen, dass Allah existiert. Ist das klar? Also ich rede jetzt nur aus dem Blickwinkel eines Atheisten. Er kann nicht sagen, ich bin sicher, dass Al-Qiyama, die Auferstehung, nicht stattfinden wird. Höchstens kann er sagen, ich weiß es nicht. Also, Rasul alayhi salatu wassalam erwähnte, dass etwas materialistisches, wenn man es sagen kann, eben dieses Steinbein. Jetzt gibt es noch eine andere Argumentation, die Allah subhanahu wa ta'ala im Koran erwähnt, für die Tatsache, dass Al-Qiyamah eine Wahrheit ist. Allah sagt, meint ihr denn, dass wir euch zum sinnlosen Spiel erschaffen hätten und dass ihr nicht zu uns zurückgebracht würdet? Was ist das jetzt für eine Form von Beweis? Worum geht es hier? Ja? Ja, das ist die Folge. Aber was ist jetzt der Beweis, dass es Al-Qiyama gibt? Was benutzt hier Allah als Beweis? Meint ihr denn, dass wir euch zum sinnlosen Spiel erschaffen hätten und dass ihr nicht zu uns zurückgebracht würdet? Ja? Genau, also er argumentiert hier mit seiner Weisheit. Das ist jetzt eine andere Stufe der Argumentation. Hier geht es jetzt nicht darum, die erste Stufe war was? Die Macht Allahs. Allah ist in der Lage, das erste Mal zu erschaffen, also ist er in der Lage, das zweite Mal zu erschaffen. Das ist eine Beweisform. Jetzt geht es um die andere Beweisform, und zwar die Weisheit Allahs. Und wie wir noch sehen werden, die Gerechtigkeit Allahs. Wie argumentiert hier Allah, wenn es nur dieses Leben gibt? Ja, und jetzt? Warum gibt es dann dieses Leben? Hierfür musst du natürlich erstmal an Allah glauben. Also diese Form der Beweisführung bringt jetzt mit Atheisten nicht viel. Ja? Es mag sein, aber der Atheist glaubt ja gar nicht an die Existenz Allahs. Also jetzt geht es darum, glaubst du an Allah? Ja. Ja, also Allah muss doch weise sein, oder nicht? Sonst wäre er kein Gott, wenn er nicht vollkommen wäre. Und zur Vollkommenheit gehört, dass er allweise ist, dass er gerecht ist. So, wenn er dich jetzt erschafft, ohne Sinn, also unsinnig erhaben ist Allah darüber, das ist keine Vollkommenheit. Also aufgrund seiner Vollkommenheit muss es eine Weisheit für dieses Leben geben. Ebenso sagt Allah Azza wa Jal, und meine ja nicht, Allah sei unachtsam dessen, was die Ungerechten tun. Er stellt sie nur zurück bis zu einem Tag, an dem die Blicke starr werden. Also Yawm al-Qiyamah. Also der nächste Beweis ist, Allah Azza wa Jal ist der Gerechte. Jetzt kann es Leute geben, die leben in Saus und Braus und haben gestohlen, haben getötet, waren schlecht und werden nicht zur Rechenschaft gezogen in der Dunya. Aber Allah ist was? Der Gerechte. Also muss es ein Leben nach dem Tod geben, damit Gerechtigkeit waltet, damit jeder sein Recht erhält. Auch das wiederum ein Argument für jene, die an Allah glauben. Also wenn du an Allah glaubst, dann weißt du, es muss ein Leben nach dem Tod geben. Warum? Ja, Allah ist doch gerecht, oder nicht? Und dieser Dieb hat unzählige Diebstähle begangen und er hat unzählige Menschen Leid zugefügt und dem geht es immer noch gut. Und er ist jetzt gestorben. Bleibt das so? Wo ist die Gerechtigkeit? Ja, die Gerechtigkeit kommt Yawm al-Qiyamah. Und das, liebe Geschwister, ist auch wichtig für uns. Und das ist wiederum vielleicht eine Beweisform, dass der Mensch ohne den Glauben an das Jenseits zugrunde geht. Schaut euch die Atheisten an, die atheistische Welt. Wenn man nicht an das Jenseits glaubt, was passiert dann? Was ist dann die Folge? Ja? Man redet sich alles einfach und
Genau. Man hat nichts mehr, man denkt sich nicht, niemand kann mich zur Verantwortung ziehen. Sehr schön. Und der Mensch, wir wissen ja, die Moral kommt von Allah. Genau, so ist. Keine Moral mehr. Wenn der Mensch versucht, Moral zu definieren, dann kann er das nicht. Genau. Genau. Also, das heißt, wenn man nicht an Allah glaubt, gibt es keine Moral. Und eben auch an das Jenseits, denn was heißt Moral? Gut und Böse eben zu unterscheiden. Du wirst zur Rechenschaft gezogen, Yawm al-Qiyamah. Wenn du nicht an Allah glaubst, dann gibt es keine Moral mehr. Wenn du nicht an das Jenseits glaubst, gibt es keine Moral mehr. Und das sagen die Atheisten also ganz klar. Die Atheisten, einer von ihnen heißt Dawkins, Dawkins. Bitte? Richard. Und zwar wurde er gefragt, zeitgenössischer, der lebt noch, der wurde gefragt, Vergewaltigung ist etwas ganz, kann man das als schlecht definieren? Also gesagt, kann man nicht machen. Er ist Evolutionsbiologe. Macht es Stärkeren. Hast du bessere Fähigkeiten? Jackpot, überlebst du. Ja, das ist ja die Evolutionstheorie. Ja. Das bedeutet, er sagt, es gibt nicht diese Moral. Er sagt, Richard Dawkins sagt, es gibt nicht Gut und Böse in dieser Welt. Einfach nur eine blinde Natur. Das war's. Und deswegen, der andere sagte, wie war das, auch wegen Vergewaltigung, die haben gesagt, ja, das ist genauso wie, dass wir 5 Finger haben und nicht 6. Es ist halt so, von der Evolution. Und das heißt, dass eben Frauen vergewaltigt werden, stärkere gewinnt, Punkt, aus, Ende, Schluss. Evolution. Da sehen wir, wie fatal dieser Atheismus ist. Es gibt keine Moral, begründet auf Atheismus. Es heißt nicht, dass jeder Atheist unmoralisch ist oder dass jeder Theist, also jeder Gläubige moralisch handelt. Nein, nein. Aber Glaube ruft nie zu falschem Handeln, unmoralischem Handeln. Und Atheismus ruft nie auf zu moralischem Handeln. Der andere sagte, genauso wie du nicht sagen kannst, dass der Löwe oder was war das, Katze, genau, die Katze, wenn sie eine Ratte fängt oder eine Maus, sagst du der Katze, wie konntest du nur, du Mörderin, du. Du sagst, es ist was ganz Normales, oder nicht? So ist es auch beim Menschen, wenn ein Mensch einen anderen tötet, Evolution. Was ist denn das für eine Welt? Ebenso, wenn man nicht an das Jenseits glaubt, kann man auch nicht mit den Prüfungen der Dunya auskommen. Und deswegen muss es ein Jenseits geben. Denn sonst würden die Menschen ins Verderben kommen. Und wir sehen zum Beispiel jetzt, wieder vor kurzer Zeit, die Diskussion im Bundestag über die Beihilfe zur Sterbehilfe. Die wollen ja nicht Selbstmord nennen, ja? Sie wollen Sterbehilfe. Selbstmord ist das, Suizid, Beihilfe zum Suizid. Und man sagt sich was? Ah ja, wenn es sowieso kein Leben nach dem Tod gibt. Ja? Und es gibt Leute, die wollen nicht mit der Krankheit leben. Deswegen wollen sie sterben. Warum soll er jetzt noch die nächsten Jahre mit dieser Krankheit leben? Wir Muslime sagen, er ist immer noch ein Mensch. Er hat immer noch Würde. Egal.